und herzlich willkommen zu Sigrids Kreativtipp. Heute zeige ich euch, wie man bunt auch auf schwarzem Papier malen kann. Ihr seht, hier habe ich das mit den Blättern schon gemacht und ich zeige euch dann, wie es geht. Für diese Technik brauchst du natürlich erstmal ein schwarzes Blatt Papier. Und ich habe mir hier schon mein Motiv ausgesucht und habe das weiß embossed. Also das heißt, du musst dir halt ein Motiv aussuchen, das du kolorieren möchtest. Und das wird dann erstmal außen mit weiß embossed. Dann habe ich hier verschiedene Aquarellstifte. Anfangen werde ich jetzt mit dem weißen, weil das alles jetzt erst einmal weiß grundiert werden muss, damit ich überhaupt dann mit Farbe in den Blättern arbeiten kann. Das dauert natürlich ein bisschen. Ihr seht, ich fange jetzt mal hier mit den Stielen an. Da sieht man noch nicht so viel. Und jetzt gehe ich hier in die Mitte natürlich rein und mache das dann mit den Blättern ganz genauso. Und wenn ihr dann mit dem Grundieren der Blätter soweit fertig seid, dann kommen jetzt natürlich die Farben an die Reihe. Ich nehme jetzt als erstes erstmal den braunen Stift und mal hier unten einfach die Stiele ein bisschen mit dem braunen an. Das sieht man natürlich noch nicht so, weil das jetzt nur so ein schmaler Streifen dazwischen ist. Und ich habe mir jetzt zwei Farben ausgesucht, die für Blätter jetzt nicht unbedingt so mega typisch sind, aber ich wollte gerne das Wassermelone dazu haben, halt einfach mal ein bisschen schriller. Und fange jetzt mal an, diese Blätter hier entsprechend zu kolorieren. Ihr könnt euch dann halt immer aussuchen, welche Farbe ihr jetzt wo wirklich jetzt haben möchtet. Also man sieht jetzt hier schon bei dem Blatt, das Grün kommt sehr schön durch hier. Und ich werde jetzt noch ein bisschen mit dem Wassermelone dann da drüber gehen, sodass noch ein bisschen Abstufungen hier sind in der anderen Farbe. Hier mache ich es jetzt mal umgekehrt. Mal erst das Wassermelone unten und dann das Grün dann da drüber. So ein bisschen andersrum halt. Jetzt in der Mitte, da radiere ich jetzt einfach mal ein bisschen drüber, damit das nicht so auf dem embossten weißen ist. Denn eins dürft ihr jetzt nicht tun. Ihr müsst das jetzt so lassen und man darf das dann nicht mit Wassertankpinsel vermalen. Also es ist ganz wichtig, dass ihr das jetzt hier so lasst. Das ist noch ein bisschen von dem weißen Stift hier. Und das macht ihr natürlich jetzt mit allen Blättern, so wie ihr die gerne hinterher haben möchtet. Also ich mische jetzt weiter mit dem Wassermelone und dem Grün, das ist in diesem Falle jetzt grüner Apfel. Oh, also ich habe noch was Weißes vergessen. Und wenn ihr mal ein bisschen über den Rand malt, dann könnt ihr das auch wunderbar mit dem Radiergummi wegradieren und dann wieder einfach neu malen. Das funktioniert eigentlich wunderbar. So, und wenn dann alles soweit fertig ist, dann könnt ihr nochmal auf den weißen Linien, die ein bisschen bunt geworden sind, ein bisschen nachradieren. Und dann sieht das Bunte auf dem Schwarzen, ich muss nur das ganze Weiß noch runter machen, richtig toll aus, finde ich. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Bis dann!